Candidus. Ein Schwert, ein Bock. Alles klar, Arquartus. Ja. Für Ardor. Ein Zwerg, ein Bord. Gut. Mein Atem geht ruhig. Du benutzt mal gleich einen Verband, um Benoia wieder auf die Beine zu helfen. So, der erste Hexenbaum ist gerettet. Ich konnte die Pioten davon abhalten, den Baum zu fällen. Gut, jetzt gucken wir mal, was die so dabei hatten. Ein paar Bolzen ist schon mal nicht schlecht. Geld und Schleifsteine. Und ein paar einfache Verbände. Okay. Na klar. Gut. So, sicherheitshalber hier wieder Quicksave, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Was hat Lager da hinten? Die kümmern wir uns. Was wollen jetzt die Feuerfliegen wieder? So. Ich hoffe, es ist jetzt gerade keine Bandstrahler hinter dir. So, Morla, die steht jetzt auf einmal hier. Oder habe ich sie bis jetzt immer übersehen? Sei gegrüßt. Ich bin Morla, die Weberin. Jasmine hat mir schon von dir erzählt. Ja. Was machst du hier? Wem gehört dieser Gutshof? Du siehst so normal aus, gar nicht wie eine Hexe. Danke für dein Vertrauen, Morla. Ich habe gehört, du benötigst Hilfe bei einem Problem. Mein kleiner Liebling Alvis ist seit einigen Tagen verschwunden, um wohl an seinem Lieblingshüttenteich den jungen Damen aufzuwarten. Wenn du mir diesen Untreu Grünerich zurückbringen kannst, könnte ich mich für dich bei den Hexen des Dunkelweiß einsetzen. Aber bring ihn nicht hierher, sondern zum Lager der Jägerin Alvene. Ich werde dort auf dich warten. Das klingt leicht. Die werde ich mich auf den Weg machen. Auf bald. So, was... Hast du schon was rausgefunden? Du weißt schon. Du siehst mir so normal aus, gleich wie eine Hexe. Glaubst du, wir Töchter Sartorius haben alle rote Haare, Sommersprossen und fliegen den lieben langen Tag auf die Besen durch die Luft? Nein, unsere Mächte sind größer, wenn auch im Verborgenen. Kannst du mir noch ein paar Fragen beantworten? Was kannst du mir über die Menschen hier sagen? Ach, da gibt es viel zu erzählen, aber das würde dich bloß langweilen.
Da wogte sein zurückhaltender und höflicher Mensch und ihm ungeduldig zum Gesinde. Er verbringt den größten Teil des Tages damit, seine Bögen zu pflegen und neue zu bauen. Am Abend sitzt er dann bei Kerzenlicht in der Küche und zerbricht sich den Kopf über Holzpreise und so etwas. Aber mit diesem Kram kenne ich mich nicht so gut aus. Für Nian ist ein nettes Mädchen, sehr pflichtbewusst und ordentlich. Das kann man von ihrem verlobten Darius nicht unbedingt sagen. Naja, nett ist er ja, aber gleichzeitig auch der größte Taugenichts im ganzen Kosch. Aber er macht für Nian glücklich, also scheint er zumindest für irgendwas zum Gebrauchen zu sein. Da gibt es noch den Koch, ein unfreundlicher und grissgrimmiger Zeitgenosse. Man könnte meinen, hinter seiner hart und unfreundlichen Schale verbirgt sich ein netter, liebenswerter Kerl. Das stimmt aber nicht. Hinter der harten Schale verbirgt sich bei ihm ein ebenso harter Kerl. Danke. Mehr kann ich dich gar nicht fragen. Gut, dann gehen wir jetzt zu Dados und geben ihm den Armreif. Dann holen wir uns den Kröterich und retten den zweiten Hexenbaum. Oh, Bären. Die Bären scheinen uns einigermaßen in Frieden zu lassen. Sei gegrüßt. Brauchst du Hilfe? Sei gegrüßt, also ich habe ein Angebot für dich. Was für ein Angebot? Nun, ich habe diesen Armreif hier gefunden. Nur ein simples Stück und der ist dein. Hey, das ist ein schönes Geschenk für meine Verlobte. 4 Jahre. Gib her, hier ist der Silbertaler. Ein gutes Geschäft. Dir würde der Reif aber auch gut stehen. Leg ihn doch mal an. Mal sehen, wie er mir steht. Quack. Quack, quack, dann. Sieh mal einer an, wenn das nicht der treulose Lump ist. Das hast du gut gemacht. Aber erzähl mir mal, wie hast du ihn dazu gebracht, den Armreif anzulegen? Ich habe daraus den Armreif verkauft. Dafür habe ich sogar noch ein Silber von ihm erhalten. Herrlich. Dem Hundsfott auch noch Geld dafür abgenommen, damit eine Kröte wird. Hehe, du gefällst mir. Hier, nimm diesen Eulenschädel als Belohnung und Vertrauensbeweis. Ja. Ich habe ein wenig Vertrauen gewonnen. Ja, bringe Alvis zurück zum Morla. Morla hat mich beauftragt, ihren Kröterich Alvis ihr zurückzubringen. Ihr Seelenverbündeter macht sich wohl gerne mal aus dem Staub und beim Teich sein Glück bei den heutigen Kröten zu versuchen. Vielleicht habe ich ja Glück und finde ihn am nahegelegenen Tümpel. Daraus sieht nicht aus, als wäre er erfreut, euch zu sehen. Sobald ihr das bei einer Kröte beurteilen könnt. Ja, und Alvene, die läuft jetzt ganz langsam zu ihrem Lager zurück, so wie es aussieht. Ich will keine Tochter Satuarias mehr sein. Gut. Wie sieht's mit Steigerungspunkten aus? Ah ja, hast du genug für einmal Gewandtheit? Was könnten wir bei dir? Wir könnten einen Punkt in Mut stecken. Wir könnten aber auch Menschenkenntnis und Überreden erhöhen mal. Und die Zwergnase? Nein, Zwergnase machen wir jetzt bei Vorgrim. Dann machen wir mal jeweils einen Punkt. Meint ihr? Vorgrim. Zwergnase mal hoch. Wie gesagt. Waffenmäßig ist alles okay soweit. Und die anderen beiden brauchen ihre Punkte. Da sind Bannstrahler unterwegs. Das heißt, zu denen will ich erstmal nicht. Oh, das passt sich gut. Das wiederum nicht. Ich möchte nicht wieder an Feuer fliegen. Meine Zeit verschwenden.
Also ja, auch ich muss sagen, dass ich die Dunkelfrost im Allgemeinen angenehmer finde als die. Ja, als Moorbrück. Badstrahler, den gehe ich aus dem Weg, so gut es geht. Oh. Badstrahler. Lass das mal vorne machen. Jemand hat keine Munition mehr. Ja, und ich habe vergessen, im Dunkelforst, also bei Gutshof Zeug zu verkaufen. Hexen des Dunkelwaldes wurden aktualisiert. Rette vor den Alvis vor den Prioten. Ich habe zwar den Trollkrötentümmel gefunden, aber eine Gruppe von Prioten scheint mir zuvorgekommen zu sein. Das verkompliziert die ganze Sache, da ich nicht davon ausgehe, dass sie mir bei der Suche nach Alvis behilflich sein werden. Es sei denn, ich suche eine tote Kröte. Ich sollte dafür sorgen, dass sie verschwinden, egal wie. Oh, es ist nur der eine Prios-Geweihte. Die anderen Bandstrahler sind tot. Warum bin ich überhaupt nicht überrascht, euch hier zu sehen? Ah, das ist wieder Berndrich. Was habt ihr vor, Berndrich? Das gleiche könnte ich euch fragen. Ihr seid nicht zufällig im Auftrag einer gewissen Hexe hier, denn ich bin vom Priester-Inquisitor angewiesen, hier die örtlichen Krötenzahl zum größeren Ruhm des Sonnengottes zu dezimieren. Eine erhabene Aufgabe, findet ihr nicht? Höre ich da etwas Sarkasmus? Was, wo denkt ihr hin? Sarkasmus ist unser Diener des Prios unbekannt. Nun frage ich mich, wessen Willen ihr hier denn überhaupt umsetze. Die hiesigen Waldbauern scheinen auf jeden Fall nicht sehr begeistert darüber, dass wir sie von den bösen Hexen befreien. Aber lassen wir das alles. Ihr seid ein Hexenfreund, das ist mir klar. Und ihr seid wahrscheinlich hier, um Morlas Vertrauen zu beschützen, habe ich recht? Ihr habt recht, ich bin wirklich in Morlas Auftrag unterwegs. Ihr seid ehrlich, Brenoir. Eine Eigenschaft, die Prios über alle anderen schätzt. Eure Seele ist wie ein offenes Fenster, in das Licht des Sonnenfürstens scheint. Ganz im Gegensatz zu einem gewissen Großinquisitor, von dem ich mittlerweile glaube, dass er uns von Anfang an belogen hat. Hört mir gut zu. Meine Männer und ich haben nicht vergessen, was sie für uns getan haben. Wir werden jetzt in unsere Lage zurückkehren und besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen. Ist das ein akzeptables Angebot? Ich glaube schon, Berndrich, lebt wohl und bleibt standhaft. Prios mir durchs Brenno hier. Kommt, Männer, wir haben hier nichts mehr verloren. Die Bedrohung durch die Prioten ist vorbei. Ich sollte Alvis sicher zu Moira bringen. Ja. Da hat es sich doch gelohnt, erst in das Bandstrahlerlager zu gehen, auch wenn außer Berndrich dort alle gestorben sind. Hast Alvis vor schlechten Menschen gerettet. Alvis ist dankbar. Quack, quack. Morla schickt mich. Ich soll die Störche zu ihr bringen. Ja, Morla, zurück zum Over. Alvis reist in deiner Tasche. Mhm. So, und jetzt wieder auf die Holzhacker. Losgehen. Ha!
Aufgepasst! Bei meiner Axt! Ja! Du?